Eigentlich kommt er von der Vogelstang aus Monnem, wohnt aber mittlerweile in der Pfalz und ist deswegen auch irgendwie ein Pfälzer. Die Rede ist von Christian Csákó-Habekost. Es heißt, nach längerer Zwangspause in deiner Pressemitteilung für dein neues Programm geht es im Mai wieder auf die Bühne. Csákó, schön, dass du da bist. Wie groß ist die Vorfreude, dass es im Mai dann endlich wieder rausgehen kann vor den Menschen? Vor Leuten. Ganz arg, ganz arg. Ich versuche mich ja im Fernsehen immer zu benehmen, deswegen mache ich das jetzt nur verbal. Die Zwangspause war wirklich lang und wenn man jetzt was ganz Neues hat und ich habe die ganze letzte 3 Monate wirklich mit Schreiben verbracht und mit Wühlen in meinem Comedy-Hirn, dann ist das wirklich ein tolles Gefühl, als wenn wieder alles gut wäre. Was ist da im Comedy-Hirn alles entstanden? Ich meine, lang genug hast du ja wirklich Zeit gehabt. Ja, das stimmt, man sammelt natürlich. Also, aber eigentlich sammle ich mehr, wenn ich unerläut bin. Und dass ich jetzt richtig unerläut sein kann auf dem Boyfest oder zusammen mit Leuten irgendwo stehe oder irgendwas mache, das gab es so jetzt eigentlich auch nicht. Insofern hast du dann aufs Archiv zurückgreifen müssen und auf die Ideen, die dich einfach so angeflogen sind. Aber es ist genug bei rausgekommen. Um was geht es in deinem Programm, in deinem Neuen? Ja, Life is a Comedy, heißt es ja. Und ich, allein, als ich mir die Idee komme, ist, dass du aus dem englischen Satz, da könnten jetzt viele Leute denken, jetzt fängt er an, früher war er immer gegen Englisch, mach das selbst. Dass mir die Idee komme, ist nur durch 2 E-Striche, also nur durch einen Umlaut, einen englischen Satz in eine Kurpelzer oder in eine pelzische Lebensweisheit zu verwandeln. Da war ich gesagt, das ist es. Also ich erzähle viel über mich selbst. Es ist ein sehr autobiografisches, sehr privates Programm. Die Leute erfahren sehr viel über mich. Mein Vater, meine Mutter haben gefragt, ja, was erzählst du denn da alles? Ich sagte, ihr bleibt besser daheim. Also es wird spannend. Also jetzt nicht falsch verstehe, bleib besser daheim, weil sie dann denken, dann kommt sie wieder und sagt, das hast du falsch gesagt und das war falsch, das stimmt ja gar nicht. So gewisse künstlerische Freiheit ist natürlich dabei. Lass uns mal ein bisschen reinschmecken, um was geht's denn? Ja, ich fange jetzt wirklich also im Mutterleib an. Im Prinzip gehe ich der Frage nach, warum bin ich Comedian morgen? Ich hätte ja was Gescheites lernen können, wo man jetzt die letzten 2,5 Jahre was verdient hätte. Die Lösung hast du gefunden, warum du Comedian bist. Ja, ich glaube, das hat wirklich, also ich glaube an Seelenpläne. Also ich glaube, dass man das ganz arg vorher bestimmt, dass man auch mehrere Leben hat. Und dieses Leben war für mich vorgesehen, ein Comedian zu sein, der im Dialekt versucht, was ganz Besonderes zu machen. Und das hat im Mutterleib auch gefangen. Und da habe ich gewusst, als ich da rausgekommen bin, das war so ein Schock. Das war im Prinzip die erste Pointe, weil ich wollte zurück, aber es ging nicht mehr. Ja, ich glaube, das geht viele Menschen so, wenn die geboren werden. Und dann kam die Begegnung mit unserem Hausmeister auf der Vogelstang. Der hat uns mit Dialekt überfallen, weil meine Eltern sind beide nicht von da. Ja. Er war plötzlich vor der Tür gestanden. Ich war bei meiner Mutter auf dem Arm so. Ich so, hab nichts Böses gedenkt. Meine Mutter macht auf und der, haben Sie welch? Der wollte einfach wissen, ob die unten. Meine Mutter ist völlig erschrocken, völlig und die Tür zugemacht. Und da habe ich gewusst, so will ich Amor reden. Und so ist es gekommen. Sehr gut. Also ich glaube, da kann man sich wirklich wieder auf was gefasst machen. Du hast lang gesammelt, ist wahrscheinlich sehr viel Kreativität entstanden, was es dann auf den Bühnen gibt. Auf was freust du dich am meisten, wenn du wirklich mal wieder jetzt vor Menschen stehst? Also wenn jemand angucken kann, schon ganz sage, hey, du. Ja, auch das ist ja schon, wäre schon ein Privileg, dass jemand angucken kann und du kannst nicht nur an seine Augen ablesen wollen, ob er jetzt lacht oder ob er böse guckt. Weil das Schlimme ist ja bei deiner Maske, du siehst ja jetzt nicht genau, guckt er böse oder lacht er? Das wird zusammengezogen. Also wenn man ohne Masken das machen könnte, wäre wirklich ganz grandios. Ich freue mich wirklich am meisten auf diese Chemie, die da entsteht. Und ich meine, ich schätze nicht die Annelien damit. Ich meine, die Chemie zwischen Menschen, wenn die so in so einen Lachrausch kommen, die lachen. Ich find's geil. Ich gebe noch ein bisschen mehr Gas, die lachen noch mehr und dann schaukelt sich das so hoch und dann ist es so ein homogenes Konglomerat von Mitmenschlichkeit. Das hat uns alle gefehlt. Da freue ich mich drauf wie die Sau. Im Mai geht's los. Sitzt ihr die Texte? Ihr seid ein bisschen schnell, du, gell? Schnelle Truppe. Also ist jetzt so, man schreibt. Kurz erklärt, es gibt mehrere Phasen. Erstmal zieht man sich das alles aus dem Hirn oder aus dem Bauch oder aus sonstigen Organen raus, schreibt es. Die Phase ist jetzt vorbei. Ich habe das Material, habe ich. Gestern habe ich privat mal erst die Lesung gemacht, mit Freunden das ausprobiert. Ja. Und jetzt, wenn du die Texte dann hast, müssen die von da, von den Blättern wieder da neu, dass du auswendig kannst. Dann fängt die Regie an und dann gehst du auf die Bühne. Alles genau geplant. Also vormachen konnte ich jetzt nicht viel, außer das Lachen von meiner Frau. So lacht meine Frau. Ist ein nettes, liebes Frauenzimmer, aber die lacht, wie wenn ein Eimer die Treppe runterfällt. Und das inspiriert mich total, weil die ist mir die erste, wo ich die Texte vormache. Weißt? Und dann denke ich immer, yeah, du bist super. Darfst halt dem keine andere vormachen, weil die lacht über alles. Das ist auch ein Thema, aber es gibt noch andere Themen.
die Rettung unseres Dialektes zum Beispiel. Ja, wir retten, du redest schon ein bisschen kurpelzig, habe ich gemerkt. Ja. Gern, ja. Leute, die uns zuhören, hoffentlich auch. Wir müssen versuchen, dass das erhalten bleibt, zumindest als Kunstform. Da schaffe ich drauf. Sehr gut. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, das erleben wollen, ab Mai geht's auf Tour. Jaco, dann spielst du wieder die Bühne der Region unsicher. Jawohl, Vorverkauf hat angefangen, also sichert euch die beste Karte ganz vorne. Yeah. Ich wünsche dir gutes Gelingen, spaßige und vor allem gesunde Zeit. Vielen Dank. Bis gleich.